Ich bin da wohl etwas zu streng. Menschen, die die ganze Welt verehrt, sind mir gelegentlich viel zu biede. Paul McCartney? Doch. Ich sag das so, der vielleicht größte lebende Popkomponist der Weltgeschichte. Ja, aber was wäre er ohne die Texte von John Lennon gewesen? Und die Songs selber höre ich mir gerade bei den Beatles sehr oft lieber nachgespielt von einer deftigen Rockband an. Für mich die beste Coverversion aller Zeiten. Joe Cocker, with a little help from my friends. Nicht nachmachen, sondern einen eigenen Song, ein eigenes Kunstwerk daraus basteln. Eben. Nicht so bieder. Ja. Die Biedermänner, ist das nicht eigentlich eine deutsche Vorzeigeeigenschaft? Ach, was für ein Quatsch. Wie alles gibt es auch das vermutlich überall. Gelegentlich geht es da nur um die Häufigkeit. Das Problem der Statistiker, sie beschäftigen sich mit der Häufigkeit und entdecken dann etwas. Wenn ich das sage, heißt es gleich Vorurteil. Alle unter einen Kamm scheren. In Gänsefüßchen Rassismus und, und. So ist das. Zurück zur Biederkeit. Geschrieben am 30. März 2020 und noch ohne Titel. Diese Menschen gehören in einen Käfig. Wer nur von Augenblick zu Augenblick denkt, zum Beispiel, was muss ich noch einkaufen? Wenn man an morgen denkt, Wecker gestellt. Wenn man Pläne macht, wohin in den Urlaub? Jetzt schon an Weihnachten denken, trommelt das Fernsehen. Und die Erde? Fragt sie, dauert es noch einmal so lange, bis sie ein neues Feuer entdecken? Bis sie verhandeln, anstatt
Beute zu machen. Erdöl und so. In bester Bankräubermanier. 10 Millionen Jahre, gefühlte 10 Millionen Jahre nach der so halbherzigen Abschaffung der Sklaverei, wurde die überhaupt abgeschafft? Immer und überall? Reden wir endlich über die Tiere. Unsere Leidensgenossen, weil sie nämlich genauso wie wir leiden. Leidensfähig sind. Solange wir sie nicht totschlagen. Auf brutalste Weise.